Wenn bei einer batteriebetriebenen Quarzuhr das Uhrwerk regelmäßig stehen bleibt bzw. nur wenige Minuten läuft, kann das relativ leicht behoben werden. In aller Regel ist diese Zentralmutter etwas zu fest zugeschraubt und das dahinterliegende Uhrwerk bekommt so Spannung und das Räderwerk verklemmt. Es ist nun das Ziel, dass wir diese Mutter etwas lösen. Dazu nehmen wir erstmal die Zeiger ab. Diese Zentralmutter kann man in der Regel von Hand öffnen. Die legt man dann beiseite, diese Zentralmutter, und kann nun diesen Minutenzeiger abnehmen. Dazu stelle ich ihn einfach auf die 12 Uhr Stellung, damit ich nachher die Position wieder weiß. Der Stundenzeiger darunter, der ist nur drauf gesteckt. Das heißt, durch leichte Hin- und Herbewegungen kann ich den Zeiger abziehen. Das Lösen dieser Zentralmutter kann man entweder mit einem Schraubenzieher erledigen oder, wenn sie zu fest sitzt, dann mit einer Spitzzange mit feinen Klauen. Dann kann man nämlich links und rechts einsetzen und die Mutter dann etwas verdrehen. In der Regel reicht es aus, wenn man eine Viertelumdrehung zurückdreht, dann wird die Spannung weniger im Räderwerk und das Räderwerk sollte durchlaufen. Danach die Zeiger wieder aufsetzen auf die alte Position. Das ist überhaupt kein Problem. Geht schnell von der Hand. Und danach die Zeigermutter wieder festdrehen. Fertig.